Der Stoff ist teilweise vergleichbar wie bei uns bei der Matura. Servus und hallo bei Bianca Kellinger. Heute melde ich mich wieder, um euch 7 Unterschiede zwischen einem Studium in Österreich und in den USA vorzustellen. Beziehungsweise könnte es vielleicht auch ein Studium in Deutschland sein. Zwischen Österreich und Deutschland ist dann auch wieder nicht immer so viel Unterschied. Und wir machen auch ein kleines Battle und am Ende verrate ich euch, was mir besser gefällt. Also wenn euch das interessiert, dann würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Unterschied Nummer 1, das Hochschulsystem. Ja, in Österreich gibt es mittlerweile auch internationale Abschlüsse. Es gibt einen Bachelor, einen Master und einen PhD. Und ähnlich ist es auch in den USA. Allerdings kann man ja trotzdem nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise vergleichbar ist. In den ersten 2 Jahren, vielleicht ist es bei manchen auch verkürzt, nur ein Jahr, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall hast du da so Kurse wie Mathematik, irgendetwas Naturwissenschaftliches, wie zum Beispiel Biologie, Sozialwissenschaften und Englisch. Der Stoff ist teilweise vergleichbar wie bei uns bei der Matura, allerdings muss man trotzdem sagen, dass die Kurse unterschiedlich sind und dazu komme ich später nochmal. Und außerdem fragt niemand in den USA, What do you study? Die Frage existiert praktisch nicht, sondern es gibt die Frage, what's your major? Denn nach 2 Jahren entscheidest du doch dann, was dein Major ist und das ist dann dein Hauptstudienfach. Aber dann kannst du dich auch noch für einen Minor entscheiden. Vielleicht studierst du Economics und Deutsch. Also Economics als Major und Deutsch als Minor. Wäre eine Möglichkeit. Also insgesamt betrachtet sind die 4 Jahre Bachelor in den USA sehr, sehr allgemein gehalten. Bei uns entscheidest du dich ja gleich nach der Matura, in welche Richtung du gehen sollst. Abgesehen vom Bachelor gibt es einige andere Unterschiede zwischen dem Studium in den USA und in Österreich. Und zwar kann man sich in den USA zum Beispiel für ein PhD-Programm bewerben und nebenbei am Weg den Master machen. Das gibt es zum Beispiel sehr oft bei den Naturwissenschaften. Bei uns ist das anders. Wir verlangen einen Bachelor, einen Master und erst dann kannst du den PhD machen. Generell gelten Graduate-Programme in den USA, also alles, was nach dem Bachelor kommt, als etwas praxisorientierter als jetzt der Bachelor ist. Der ist ja sehr allgemein gehalten. Was ich außerdem auch noch sehr interessant finde, ist auch das Jus-Studium oder Jurastudium in den USA oder das Medizinstudium, denn um in die Law School oder in die Med School einsteigen zu können, brauchst du zuerst einen Bachelor und dann steigst du direkt in ein PhD-Programm ein. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass man eine Doctor Juris in Österreich überhaupt nicht mit einem PhD-Doktor hier in den USA vergleichen kann, weil der vielleicht in einem ganz anderen Feld vorher den Bachelor gemacht hat, 4 Jahre lang, während du hier in Österreich ja sofort mit Jus-Themen einsteigst nach der Matura und das auch für 4, 4,5 Jahre circa. Ein PhD-Jura wäre eventuell hier etwas unter dem Master. Allerdings muss man sagen, hat die Person, die den PhD-Jura hat, dann halt andere Dinge auch gelernt in dem Bachelorstudium. Also es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, es ist nur anders. Und beim Medizinstudium habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass ein Bachelor mit Spezialisierung auf Biologie, Physik, Chemie oder vielleicht auch Psychologie hilfreich sein könnte. Es ist aber nicht unbedingt ein Muss. Aber wenn man sich bewirbt, hilft es vielleicht einem und sonst vielleicht Connections oder Geld. Okay, ich gebe zu, den letzten Teil habe ich hinzugefügt, aber nach meiner bisherigen Erlebenserfahrung ist das ohnehin ein weltweites Gesetz. Also ich würde sagen, Pluspunkt für beide, ich bin mir nicht sicher.